Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Wasser. Und was ist das denn hier? Ja, heute mal kleine Panzer. Wir sind nämlich auf der, auf dem Erforschungsdrang des Jagdpanzer 1. Haha, mal gucken, ob das so wird. Und wir sind ja auf der neuen Karte, Gebirgspass. Es ist das allererste Mal, dass ich diese Karte spiele. Von aussehen, Kack-Noob-Zeit, sag ich mal. Mal gucken, was das so wird. Also Gebirgspass, ich habe das ja schon mal gesagt, das spielt in einem kleinen Dörfchen, wie man da vorne schon sieht. Oder, das ist ein kleines Dörfchen, das kann man so sagen. Angeblich irgendwas auch mit Eisenbahn und hast du nicht gesehen. Und ja, wir gucken mal einfach, was uns so erwarten wird. So, und da habe ich hier immer die ganz schönen kleinen Dinger. Da ist der Panzerjäger 1, nicht Jagdpanzer, sondern Panzerjäger 1 heißt das Ding. Das ist ein cooler Name. Ja, mal gucken. Kann wohl so ganz stark sein, habe ich gehört. Aber ist halt, ein Papierpanzer, kann man ja sagen, ne? Was haben wir da? Es ist eine sehr verwinkelte Map, gefällt mir bis dato sehr. Mal gucken, jetzt sage ich das so toll und dann fliege ich hier sofort raus. Unbeschädigt, sehr schön, das fängt schon mal gut an. Der Funker wurde ausgeschaltet. Oh, Motor ist auch kaputt. Mist, wir müssen mal reparieren. Bringt ja nichts. Aber wir bleiben mal da. Vielleicht kommt da ja gleich was raus. 16 Sekunden haben wir noch. Hätte ich mal gerade eben die Runde aufgenommen. Die war nämlich sehr lustig, weil diese kleinen Panzer, die haben ja doch schon irgendwas. Das ist alles ein bisschen chaotischer, finde ich immer. Aber, das hat durchaus seinen Charme, finde ich. Ich habe auch noch gar nicht alles erforscht, etc. Das ist mir dann erst später aufgefallen, aber ist halt mal so, ne? So, es sind sehr viele Panzerjäger unterwegs. Natürlich, neue Panzer, die will jeder sehen. Ist die unbeschädigt? Eieieiei. Wäre ich noch ein Stückchen weiter gefahren, ich Idiot. Egal, nochmal wieder reparieren. Wieder den Motor, 10 Sekunden um, sehr schön. Jetzt hat er mich natürlich gleich, wenn er will. Ja, schlau ist, dann hat er mich. Dieses Scheißding da. Kommt er da mal raus? Nein, kommt er nicht. Egal. So, jetzt gehen wir mal hier hinter dem Berg. Mal gucken, was das so wird. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Karte nicht. Man möge es mir verzeihen. Aber es sieht ja gar nicht so ganz schlecht aus. So, MG ist auch wieder nachgeladen. Sehr schön. Und da gucken wir doch mal, was das so wird hier. Mal die Abschusshilfe mitbekommen, das ist noch sehr schön. Oh, ist daneben. Danach. Geschützverschluss, sehr schön. Das sollte nämlich erstmal sein, geschützter. Unbeschädigt. Eieieiei, komm Freundchen, helf doch. Ah, das wird nichts. Doch, da ist er raus. Zerstörte Bodeneinheiten. Haben wir doch auch mal einen Treffer hier gemacht. Ich habe da noch nicht die beste Munition. Ich habe natürlich auch Glück gehabt, dass er auf den Panzer 4 geschossen hat. Oh oh. Oh oh. Habt ihr das gesehen? Das sind ganz böse Dinger da. Eieieiei, da haben wir gut Katschicken bekommen gerade, ne? Ist natürlich auch nicht schlecht. Kann man auch mal machen. So, jetzt nehmen wir mal ein Schätzchen, nämlich den Gepard. Wenn ihr mal Gepard spielen sollt, es ist eine Freude, sage ich euch. Es ist eine Freude. Es macht so viel Spaß, dieses Gerät. Ist natürlich auch, kann man auch sehr schnell kaputt schießen, keine Frage. Könnt auch mal auf Flugzeuge mitschießen, etc. Das Ding lädt sehr schnell nach. 20 Schuss, panzerbrechend am besten geladen, habe ich in dem Fall noch nicht. Muss ich nochmal machen. Jetzt fahren wir mal hier nach B. Mal gucken, was da so ist. Man muss ja auch mal die... Also sieht sehr nett aus. Sehr weihnachtlich irgendwie, ne? Wenn es ein bisschen dunkler wäre oder sowas, da geht einer runter. Den kriegen wir nicht mal. Schade. Hier fahren wir doch mal da oben hin, wo der Baum ist. Das ist nicht schlecht, glaube ich. Mal gucken. Wie das, wir tasten uns etwas ran. Ich bin eigentlich immer... Oh, dann nehmen wir erstmal den Schlachtenflieger mit. Dann sehen wir die Map mal von oben. Das ist ja vielleicht auch nicht so ganz verkehrt. Und wir können vielleicht den einen oder anderen rausnehmen. Ah, ein bisschen aufpassen, dass wir uns hier nicht ganz so offen hinstellen, weil wir wollen ja nicht, dass wir dann gleich kaputt sind, wenn wir rauskommen. Okay, so, dann gucken wir mal. Also, wir haben einen, was ist das, irgendwie so ein Ami-Bomber. Wir haben drei Bomben am Start, die können wir natürlich auch nutzen. Oh, da sind schön viele.
Oh, der weg. Eieieiei. Vielleicht sitzt die Bombe noch, wenn wir Glück haben. Jetzt habe ich gar nicht so geguckt, wie es da so aussieht. Treffer, wenigstens etwas. Ihr seht, das Ding ist richtig böse und macht richtig viel Laune. Ja, Tipp, wenn ihr seht, da ist ein... Oh, bloß ab da, Kollege. Oh. Da war noch ein T-50. Auch ein ganz fieses Ding, finde ich. Muss man echt aufpassen. Oh, wir kämpfen uns hier weiter. Da ist so ein Wellental. Die sind auch gemein, die Dinger. Die mag ich nicht. So, wo ist dieser T-50 hin? Mist. Ah, T-50. Sehr fieser Panzer. Aber ihr habt gesehen, der, also das Ding ist super geil. Macht sehr viel Spaß. Ja, die Killcam lassen wir mal sein. So, was nehmen wir jetzt? Ja, es ist nicht der beste Panzer, ich weiß, aber den kann ich noch erforschen. Wo ich das auch eigentlich jetzt beenden will, das Ganze. Ah, das ist wieder so ein Gerät. Da bin ich nicht so der Fan von. Panzer 3. Ja, nehmen wir mal einen Panzer 3. Komm, habe ich lange nicht mehr gehabt. Warum nicht? Kleine Retro-Runde, sagen wir es mal. Retro-Runde auf gefrorener Pass. Passen? Pass, könnte man auch sagen. So, wir haben Artillerie, das freut mich sehr. Artillerie ist immer gut. Wir haben eine kleine spitze Kanone. Schauen wir mal, was wir so reißen können. Wir hätten sogar gleich noch einen Jagdflieger bzw. einen Jäger im Angebot. Und ich glaube, das Ganze ist gegessen hier. Wir sind relativ weit unten. Das ist gar nicht so schlecht. Gar nicht so gut. Aber egal. So, wir nehmen jetzt hier nochmal... Oh. So, nehmen wir die Luftschlacht mit. Artillerieschlag. So, was können wir denn hier unten mal sehen? Die schönen japanischen Flieger hier im Schnee. Natürlich auch schon irgendwie lustig. Leichter Panzer, das sind so Dinger. Sieht irgendwie lustig aus von oben, ne? Jetzt haben wir mal drauf geguckt. Den haben wir auf jeden Fall gerade ordentlich gegeben. Schön kritische Treffer drauf, das freut jeden. Abschusshilfe, das war der M3, sehr schön. So, wir fahren da vorne hin. Richtschütze, irgendwas haben wir gerade getroffen. Oder was noch von eben, egal. Ah, da fahren wir mal hin. Ah, ist bestimmt nicht schlecht, da waren wir auch noch gar nicht. Sieht aus wie ein kleiner... See oder irgendwas dazwischen, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber das ist gegessen, dieses Spiel hier. Gucken wir mal. Wir sind recht weit unten. Das ist keine gute Runde, aber egal. So ist das halt manchmal. Wenn jetzt noch ein bisschen schneller nachlädt, dann... Wir hätten ihn rausgenommen. Wir hätten ihn rausgenommen. Scheiße, hat nicht mehr gezählt. Schade, schade, schade. Ja, cool. Macht mir also erstaunlich viel Spaß, diese Runde. Aber fragt man sich manchmal, warum spielt man eigentlich nie öfter auf diesem Level? Aber egal, gucken wir mal. So, also gehen wir kurz durch. Wir haben nur eine Bodeneinheit zerstört. Ne? Nicht ganz so viel, aber wir haben 3 Abschlusshilfen gemacht. 2 kritische Treffer und 21 Treffer insgesamt. Ja, das war doch auch schon mal ganz nett, fand ich doch. Ne? Aktivität 90%, wir haben uns ein bisschen zurückgehalten, weil wir einmal den Bomber abgewartet haben, etc. Auch ganz witzig, sage ich mal. Ne? Ist wieder cool hier so. Reward for winning. Das war auch schon mal deutsch, ne? Es ist, ja, das ist nicht so, dass... ja, also Übersetzung ist nicht so das Glanzding von denen hier, ne? Aber egal, sind wir halt mal so. So, 715 Punkte gibt's für das ganze Gerät. Panzerjäger 1, da ist das schöne Gerät. Ach, sehr, sehr cool. Freue ich mich sehr drauf. So, mal gucken. Also wie gesagt, es gab hier die neue Panzergranate. Die macht mehr Durchschlag, das freut mich sehr für den 38er. Der Gepard hat den Richtantrieb erforscht und der Panzer 3E, der war schon erforscht. Also, gehen wir mal kurz durch. Wir waren, ja, hier 11. Platz, das ist nicht gut. Obwohl es sehr viele Punkte gab. Guck mal, hier bis zum 10. Platz gab es fast 1000 Punkte. Das ist krass. Richtig viele Punkte gab es da gerade. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, gehen wir mal kurz hier durch. Erforschen ist immer schön. Das macht immer Spaß, finde ich. Das ist immer sehr lustig. So, wir brauchen noch ein bisschen Speerfeuer. Oder lieber Panzergranate. Ja, wir nehmen ja mal Artillerie. Ich bin großer Artillerie-Fan bei diesem Spiel. So, hier gibt es jetzt eine neue Granate. Das ist ganz wichtig, dass wir die einpacken.
Und dann gehen wir auf die Gleisketten, weil ich möchte ja möglichst schnell was erforschen für den Panther. So, erstmal hier unten habe ich gesehen, das Bild hat sich geändert. Ne? Ja, einer hat geschrieben, dass sich die Sounds geändert haben, habe ich bis jetzt noch nicht so ganz gehört, muss ich sagen. Müsste ich nochmal genau die Patch-Notes durchlesen. Ist mir jetzt aber auch gerade erst wieder eingefallen. Das ist manchmal, wenn man dann quatscht, etc., dann fällt einem das nicht so auf. Kurzes Setting, was habe ich gewählt? Der Jagd... ich sage mal Jagdpanzer, ne? Aber der heißt Panzerjäger 1. Also, der Panzerjäger 1, der hat ein Battle-Ranking von... Gucken wir uns den nochmal genau an. 1,7. Das heißt, wir werden mit dem natürlich auch hier irgendwie so maximal 2 fahren. Da sind wir, haben wir ein ganz nettes Making, wo wir mit allen Panzern eigentlich ganz gut Schaden machen können. Also ich habe gemerkt, der Panzer 35T, bin ich neulich mal gefahren, der hatte, was heißt neulich, eben, der ist hier wirklich mit seiner Munition am Limit. Ne? Die hat nicht viel, ne? 47. Und da brauche ich ja die, das macht schon ein bisschen mehr Spaß, beziehungsweise das natürlich noch viel cooler. Warum ich da jetzt auf den Richtantrieb gehe, keine Ahnung, ich will bestimmt Sperrfeuer machen oder so. Was ich mir dabei gedacht habe, ich weiß nicht, ich war jung und brauchte das Geld. Ihr seht, der Panzer 38T, gehen wir nochmal rein. Der hat jetzt diese neue Granate, das ist ein bisschen cooler, hat ein leicht anderes Geschütz. Genau, das ist ein 49mm Durchschlag und hier sind wir dann bei 68mm, das ist natürlich schon ziemlich geil, keine Frage. Aber das ist dann die APCR-Munition, die brauche ich jetzt erstmal nicht. Ja, mal gucken, was das dann so wird. Also, wie gesagt, ich versuche den jetzt freizuspielen. Nächste Runde geht dann auf den Panzerjäger 1, die ich euch zeigen werde. Ja, mal gucken, macht erstmal einen ganz netten Eindruck, das ganze Ding. Oh, freut mich dann auch, wenn Marder und Dicker Max natürlich 36.000 Punkte. Wahnsinn. Ich habe schon gesehen, das Nashorn, also das ist natürlich von der Einstufung her ganz schön krass. Das werden sie hochpowern, oder? 5,0, weiß ich nicht. Auch der dicke Max mit 4,3, ne, das ist nix. Wird natürlich ein cooles Setting hier bauen, ne, mit den ganzen alten Panzern hier. Oh, das ist cool, dann kann ich nämlich die Panzer Fields, die ich noch so habe, da habe ich noch ein paar nicht ganz erforscht, die kann ich natürlich da nochmal dick mit einbringen in das ganze Geschäft. Hier kann ich noch mit dem spielen. Also, wenn die Leute jetzt hier so hängen, gerade auf Tier 2, dann ist das natürlich ein willkommenes Fressen, oder auch auf Tier 3 sind, dann unbedingt die Dinger mit erforschen. Das ist richtig, richtig geil. Und so soll es dann natürlich auch sein, ne? Upsala. So, also jetzt noch dieses. Ja, hier, wie gesagt, habe ich ein bisschen weitergespielt. 54.000 Punkte, aber jetzt der neuen Erkenntnisse oder der neuen, den neuen Patch zu verschulden, gehe ich jetzt erstmal hier oben hin. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ihr habt ja mal ein paar neue Panzer gesehen, die ihr noch nicht bei mir im Let's Play gesehen habt. Von ausgesehen ist das ja auch vielleicht mal ganz nett. Hier unten werde ich natürlich weitermachen, weil Tiger 2 etc., Panther 2 nachher, das ist natürlich schon ziemlich geil, kann man nicht anders sagen, oder? Naja. Also gut, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Retro-Runde auf gefrorener Pass. So, und das Pass, warum sage ich immer Pass? Pass heißt das. Muss ein bisschen kürzer sprechen, Doppel-S, da wird das A kurz gesprochen. Bisschen Grammatik muss auch mal sein. Von ausgesehen, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder, da mit dem Panzerjäger 1, so wie ich das mal denke. Es sei denn, es kommt jetzt irgendwas dazwischen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, von ausgesehen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, gerne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt War Thunder. Dankeschön.